Guten Morgen, wir gehen heute den Congress Trail und auch den Sherman Tree Trail. Das sind die größten Sequoias hier und wir sind schon gespannt, wie groß das Ganze sein wird. Dieser Trail führt uns an den bekannten Sequoias vorbei. Bekannt deswegen, weil sie besonders alt sind, so um die 2500 bis 3000 Jahre alt und besonders dick bzw. umfangreich und hoch sind. Hier sehen wir schon als erstes den General Sherman Tree. Das ist der größte Baum der Erde, sogar das größte Lebewesen der Erde. Man geht bei so einer Größenmessung vom Volumen aus. So hat dieser Baum ein Stammvolumen von 1489 Kubikmetern. Auch der Durchmesser von 9,7 Metern und die Höhe von 84 Metern können sich hier sehen lassen. Die anderen Riesen sind nur knapp drunter von den Zahlen her. Man findet diese Bäume an den Westhängen der Sierra Nevada in Kalifornien in einer Höhe von 1500 bis 2000 Metern. Fossilienfunde weisen auch darauf hin, dass im Westen der USA die ersten Vertreter dieser Art schon vor 15 Millionen Jahren heimisch waren. Leider wurde viel abgeholzt, aber zum Glück stehen die Sequoias jetzt unter Naturschutz. Hier sieht man nochmals, wie winzig so ein Mensch ist zwischen den Riesen. Doch trotz der Größe haben die Sequoias keine tiefen Wurzeln. Die meisten sind nicht mal einen Meter tief. Aber sie breiten sich bis zu 30 Meter seitwärts aus und durchwachsen eine Fläche von bis zu 0,3 Hektar. Somit sind sie sturmfest. Das Einzige, wodurch sie zerstört wurden, waren Naturkatastrophen oder eben der Mensch. Es ist auch einfach mal interessant, die Bäume nur anzufassen. Sie fühlen sich wirklich faserig, schwammig und sehr weich an. Diese Borke ist ungewöhnlich dick, etwa 30 bis 75 cm. Das ist auch sehr wichtig bei Waldbränden, weil es ein guter Schutz ist. Diese mehrere tausend Jahre alten Bäume hier haben schon etliche solcher Waldbrände überlebt. Musik
Nach den vielen gigantischen Bäumen machen wir einen kleinen Abstecher zum Morolog. Das ist dieser kleine Gipfel. Und dann geht's wieder weiter in die Baumwelt hinein. Wie man sieht, wird die Besteigung dieses Gipfels einem sehr leicht gemacht. Geländer sind durchgehend vorhanden und wirklich viele Trittstufen. So trifft man hier auch etwas mehr Leute an, die die Aussicht genießen. Falls das Auto zu hoch ist, kann man den Tunnellok natürlich auch umfahren, um zum nächsten Ziel zu kommen. Wie bereits angekündigt, ging es für uns wieder in den Wald zurück und momentan sind wir jetzt in diesem Crescent Meadow und es ist eine Sumpflandschaft und da laufen wir jetzt ein bisschen durch hier. Natürlich gibt es auch hier einige Sequoias, die wir uns anschauen und freuen uns über etwas weniger Tulis. Hier kommen wir zu Tharp's Lock, einem ausgehöhlten Sequoia, der von früheren Pionieren als Unterschlupf genutzt wurde. Der Baumstamm wurde 1861 erbaut und nach Hale D. Tharp benannt, der als erster Nicht-Indianer beschrieben wurde, der den Giant Forest betrat. Am weiteren Trailverlauf sehen wir immer wieder Sequoias, auch wieder einen toten Riesen.
Wieder am Resort angekommen, werden wir von unserer Truthahnherde begrüßt. Da wir schon einen eigenen See am Haus haben, nehmen wir uns doch ein Bötchen und paddeln noch etwas, bevor die Sonne komplett untergeht.